Eine Funktion macht aus dem Argument x den Wert f von x. Eine zweite Funktion soll aus dem Wert f von x den Wert g von f von x machen. Wenn dieser Wert g von f von x wieder dem ursprünglichen Argument x entspricht, nennen wir die zweite Funktion g die Umkehrfunktion von f von x. Die Umkehrfunktion wird oft auch mit f hoch minus 1 abgekürzt. Es gilt die Komposition g nach f von x gleich x. Die Funktion f bildet jedes Element der Menge a auf ein Element der Menge b ab. Die Umkehrfunktion kehrt diese Abbildung um. Wir verwandeln also nicht ein Argument zu einem Funktionswert, sondern suchen umgekehrt zu einem Funktionswert das Argument. In gewisser Weise sind jetzt y- und x-Achse vertauscht, der Definitionsbereich wird zum Wertebereich und umgekehrt. Die Funktion y gleich x hoch 3 ordnet jedem Element der Definitionsmenge eindeutig ein Element des Wertebereichs zu. Damit ist die Umkehrfunktion problemlos formulierbar. Sie lautet x gleich dritte Wurzel aus y. Bei der Funktion f von x gleich x² ist bei jedem x-Wert eindeutig ein y-Wert zugeordnet. Die umgekehrte Zuordnung ist jedoch nicht mehr eindeutig. Zu einem Funktionswert gehören hier zwei Argumente. In solchen Fällen kann man nur für Teildefinitionsmengen Umkehrfunktionen angeben. Für die Funktion f von x gleich Wurzel x plus 1, hier blau gezeichnet, ist die Funktion g von x gleich x² minus 2x plus 1 die Umkehrfunktion. Wir sehen, dass wir den Graphen der Umkehrfunktion aus dem Graphen für die Funktion durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierende, hier grün gezeichnet, erhalten. Der Definitionsbereich der Funktion f von x sind die positiven reellen Zahlen. Entsprechend ist auch der Definitionsbereich der Umkehrfunktion eingeschränkt. Er besteht aus den positiven reellen Zahlen größer als 1. Wenn es sich bei g von x um die Umkehrfunktion von f von x handelt, muss g von f von x gleich x sein. Wir prüfen das durch Einsetzen. Wurzel x plus 1 zum Quadrat minus 2 Wurzel x plus 1 plus 1. Wir quadrieren die erste Klammer und erhalten g von f von x gleich x. G nach f von x muss gleich x sein. Wenn g von x die Umkehrfunktion von f von x ist, dann ist umgekehrt auch f von x die Umkehrfunktion von g von x innerhalb der angegebenen Definitionsbereiche. Wir testen das durch Einsetzen. F von g von x ist Wurzel x² minus 2x plus 1 plus 1. Das ist Wurzel aus x minus 1 zum Quadrat, zweite binomische Formel, plus 1. F von g von x ist gleich x. Es gilt also, dass auch f nach g von x gleich x ist. Wir wollen die Umkehrfunktion der hier blau gezeichneten Funktion f von x gleich 3 halbe x ermitteln. Rechnerisch gehen wir wie folgt vor. Wir vertauschen x und y, multiplizieren dann mit 2 Drittel und sehen, dass die Umkehrfunktion y gleich 2 Drittel x entspricht. Erwartungsgemäß ist der Graph der Umkehrfunktion aus der ursprünglichen Funktion durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierende zu erhalten. Wir betrachten die Funktion f von x gleich x minus 1 zum Quadrat plus 2. Es handelt sich um die hier rot gezeichnete Parabel. Wir schränken den Definitionsbereich auf reelle Zahlen größer gleich 1 ein und ermitteln die Umkehrfunktion grafisch durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierende. Die grün gezeichnete Kurve entspricht der Umkehrfunktion Wurzel x minus 2 plus 1. Gegeben ist eine Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 1. Diese entspricht dem blauen Graphen. Die Umkehrfunktion erhalten wir durch Spiegelung dieses Graphen an der ersten Winkelhalbierende. Das ist die rote Kurve. Diese entspricht einer Funktion dritte Wurzel aus x plus 1.